Praise the Lord. Zuerst möchte ich mit etwas anderem anfangen. Wer war letzten Sonntag hier? Letzten Sonntag, ja. Und ich habe mir überlegt, ob ich soll die Hand hochhalten für ein Zeugnis. Aber so mitten in der Predigt weiß ich nicht. Gut, Matthias wäre nicht so heikel, oder? Aber ich habe mich nicht getraut. Aber ich mache es jetzt. Ich habe gesagt, heute habe ich die Möglichkeit, kann ich sagen, was ich will. Nein, nicht ganz. Und zwar hat er darüber gesprochen, über die finsteren Mächte, die herrschen. Ja. Und, ja, also ja, aber in der Welt herrschen, aber Jesus herrscht natürlich, ganz klar. Wir sind hier in einer in der christlichen Gemeinde, ja. Das ist wichtig. Und wie es wichtig ist, sich aber von Dingen zu lösen, ja, die einen binden. Und als er das so erzählt hatte von seinen Zeugnissen, als er zu Menschen heimgegangen ist, ist mir das genau wieder in den Sinn gekommen. Als ich mein Leben Jesus übergeben habe, da war ich im Buddhismus drin, ich habe okkulte Dinge getan, also das volle Programm mit Gläserrücken und all dem Totenbeschwörungen und all das. Alles ausprobiert. Funktioniert zum Teil. Und als ich mein Leben Jesus übergeben habe, am selben Abend ging ich nach Hause. Und ich ging in meine Wohnung. Ich stand da und dachte mir, irgendwie ist mir nicht mehr wohl hier. Ich wusste nicht genau, was es ist. Ich kannte, dass es geistliche Realitäten gab, aber vom Wort Gottes kannte ich noch nichts. Ich nahm 210 Liter Abfallsäcke nach vorne, habe 200 CDs, habe alle Bücher, die mir nicht mehr in den Kram gepasst haben, hineingepackt, Klamotten. Ich meine, das war Geld, ja. Ging mir kurz durch den Kopf, aber nur kurz. Ich habe das alles in den Müll getan, kam wieder rauf, die Wohnung war halb leer, Minimum. Stand in meinem Wohnzimmer, das Regal war fast leer. Ja. Die Anlage stand noch da und irgendwie noch zwei CDs, sonst nichts mehr. Bücher weg, alles weg. Da habe ich gedacht, so, jetzt ist mir wohler. Aber es war noch nicht vorbei. Ich lief umher und es kam mir vor, wie wenn ich Mächte gegen die Türpfosten geschossen haben. Ja? Ich dachte, was ist jetzt hier los? Ja? Dann wollte ich mir Abendbrot machen, habe eine Pizza in den Ofen geschoben und ich merkte, wie irgendeine Kraft mich dazu bringen wollte, in den heißen Backofen zu langen. Da habe ich gedacht, das gibt's nicht. Ja? Bis mir dann bewusst worden ist, dass da irgendwelche Geister noch waren, die ein neues Zuhause brauchten. Weil wenn du Dinge fortschmeißt, dann musst du diese Dinge, dann musst du auch diesen Bereich Gott weihen. Weil sonst kommen sie zurück. Das haben wir getan, auch mit anderen Christen zusammen. Und die ganze Atmosphäre hat sich geändert. Als ich zu meinen alten Kollegen wollte und ich in die Tür hineingebe, ich musste nachher wieder raus. Es war so eine Bedrückung da. Ich konnte in so einer Atmosphäre nicht mehr leben. Natürlich habe ich ihnen von Jesus erzählt, wollten sie nicht hören, aber egal, ich habe es trotzdem getan. Aber einfach als Zeugnis, dass man sich wirklich von Dingen trennen muss. Das ist nicht einfach nur so eine nette Buddha-Statue, die du in der Ecke stehen hast, weißt du? Das ist kein Spiel. Es sieht nett aus, aber das ist meine, unsere Tochter und unser Sohn, die dürfen einmal in der Woche dürfen sie zu Oma und Opa, oder? Die haben auf dem Balkon natürlich als ein bisschen, wie soll ich sagen, als ich gläubig geworden bin, hatten meine Mutter nicht so viel Freude daran. Und sie wollte natürlich ein bisschen, ja, als Gegenstürke. Und stellte so ein Buddha-Ding auf den Balkon. Ja? Der steht heute noch da. Ich meine, ich habe schon ein paar Mal was gesagt. Aber meine Tochter, meine Kinder sind ehrlich, das ist so, so gut. Und du kannst den Kindern ja nicht irgendwie, ja, kannst ja dann nicht irgendwie zusammenstauchen wegen dem oder so. Und sie sagte letzthin zu Oma, du Oma, da steht ein Götz. Habe ich gedacht, Halleluja. Und sie war richtig, ich meine, sie war dann so, was kannst du da noch sagen? Ja, natürlich, es ist kein Gott. Sie glaubt ja eh nicht daran, oder?
Es ist ein nettes Accessoire, aber es ist es eben nicht. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich euch zu sehen, wo ihr noch solche Dinge rumstehen habt. Ja? Auch Bücher oder ein T-Shirt, das du irgendwo gekauft hast mit der Frau. Hey, das sind Dinge, das ist real. Ja? Amen. So, das war jetzt noch für letztens so, aber wirklich einfach, das ist Realität. Die geistige Welt gibt es. Wir kennen den Heiligen Geist, den lernen wir heute noch mehr kennen. Aber es gibt auch den anderen Geist, die dem entgegen sind. Aber wir haben, unser Gott ist größer, unser Gott ist stärker. Amen. Praise the Lord. So, mein Thema heute Morgen ist auftanken, aber wie? Hier siehst du zwei Zapfsäulen, wenn du es nicht lesen kannst. Auf der einen steht, auf der linken, fill up with the Holy Ghost and fire. Und auf der rechten, fill up with old time salvation, also mit einer richtigen Errettung, so einer klassischen Errettung. Füll dich damit, füll dich mit Heiligen Geist und Feuer. Und ich fand das Bild so passend, weil einmal zur Tankstelle gehen reicht ja nicht. Das sehen wir ja auch beim Fahrzeug. Ich meine, du gehst nicht mit dem Fahrzeug zur Tankstelle, du füllst es auf, es ist voll, du fährst ab und dann fährst du und du fährst und du fährst, bis so nach 300.000 Kilometer der Motor schlapp macht. Dann kaufst du ein neues. Nein, du gehst immer wieder. Dein Auto, dein Fahrzeug braucht Kraftstoff. Das ist ein viel besseres Wort wie Benzin oder Diesel oder Kraftstoff. Das ist Stoff, das Kraft da freisetzt, wo du Kraft kriegst. Weil sonst geht es dir so wie Fred Feuerstein. Ich habe ein nächstes Bild. Vielmal sind wir nämlich so unterwegs. Wir haben aufgetankt und dann leben wir unser Leben. Dann merken wir, es wird ein bisschen anstrengend. Und irgendwann wird es noch anstrengender? Wir werden sauer auf Gott. Warum ist es so anstrengend? Ich bin doch gläubig. Ich lese meine Bibel, ich bete ein bisschen. Und es wird anstrengend und mühsam. Und wir merken nicht, dass kein Benzin mehr im Tank ist. Kein Kraftstoff mehr im Tank ist. Und wir mit den Füßen, wie Fred Feuerstein und Bernie, da angeben. Ja? Und versuchen irgendwie vom Fleck zu kommen. Das ist eigenes Abmühen. Das ist viel mühsamer. Also das merkst du ja, okay, wir sind ein bisschen zu groß, um an irgendeinem Go-Kart zu sitzen, ja, wo du noch treten musst. Aber wenn du treten musst, nur schon ein Fahrrad fahren ist anstrengender. Ja, okay, es kommt darauf an, wer vor dir fährt. Ist es anstrengender, als Auto zu fahren. Im Auto sitzt du hinein, du drückst das Auto, du brauchst keine Kraft. Höchstens Nerven. Aber hier brauchst du Kraft und es ist viel mühsamer. Und wir wollen eigentlich anschauen, wie wir auftanken können und was für Auswirkungen hat das auf unser Leben. Weißt du, nur weil wir eine so tolle Zapfsäule sehen und denken, ach, ich bin begeistert von dieser Zapfsäule, die ist super, was da draufsteht, ist tipptopp. Aber du nimmst nie den Stutzen weg und füllst auf, dann ist es einfach eine Säule. Das ist wie das Wort Gottes, oder dass dieses Wort, wenn dieses Wort nur das Wort wäre, ohne Heiligen Geist, dann wäre es eine weitere Philosophie. Nichts mehr und nichts weniger. Aber diese Seiten, jede einzelne davon, ist gefüllt mit Heiligem Geist und mit Feuer, damit es lebendig wird in deinem Leben. Aber lies es nicht wie ein Buch oder wie eine Tageszeitung, obwohl die News besser sind als in der Tageszeitung, ja? Sondern lies es als das, was es ist. Es ist das lebendige Wort Gottes. Und dann nimmst du diesen Schlauch in die Hand und dann füllst du. Und du fühlst, und das Beste daran ist, es ist besser wie beim Fahrzeug. Beim Fahrzeug ist irgendwann voll. Aber wir können ihn eigentlich drin lassen. Und es kommt immer mehr. Und das geht dann weg von uns. Und es kommt noch mehr. Und es gibt weg. Und es gibt noch mehr. Und es gibt weg. Und dann gibt es andere. Das ist der Unterschied. Das ist der lebendige Gott,
dem wir dienen. Halleluja. Ja, lasst uns hineintauchen in dieses geisterfüllte Wort, und zwar im Johannes-Evangelium. Zuerst gehen wir Kapitel 14, Vers 6, ein ganz bekannter Vers. Und da steht, da spricht Jesus, ja. Jesus sagt, ich lese es hier aus einer anderen Übersetzung vor. So. Ah, 14, genau. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das beziehen wir natürlich auf die Errettung, ganz klar. Das stimmt, aber es ist nicht nur für die Errettung, sondern auch, hey, wenn du zu Gott gehen möchtest, wenn du auftanken möchtest, dann gibt es genau one way, einen Weg, Jesus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und nicht nur einfach so ein bisschen Leben, er ist das Zoe-Leben, das Leben im Überfluss. Das steht hier. Leben im Überfluss. Und niemand kommt zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg. Nach Rom führen viele Wege, ja. Aber zu Gott genau ein Weg. Und das ist Jesus. Und dieser Weg einzuschlagen. Weißt du, wir brauchen keine... Manchmal versucht man irgendwie anders, sich aufzutanken. Man versucht irgendwie... etwas zu kaschieren oder an der, man denkt, ja, ich habe ja noch ein bisschen im Tank und man fährt an dieser Tankstelle vorbei. Nun kommt lange keine mehr und irgendwann kriegst du Probleme. Wir müssen diesen Weg nehmen. Es gibt einen Weg. Es gibt eine Tankstelle. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du diese bedienst. Das schauen wir an. Aber es gibt eine und das ist Gott durch Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist wunderbar, dass wir das erfahren dürfen. Dieses Auftanken. Und im Johannes, wir bleiben da im Johannesevangelium, Kapitel 7, Vers 37 und 38. Wir bauen das hier ein bisschen auf. Da spricht auch wieder Jesus. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er, Vers 39, von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht wurde. Da sprach er Zukünftiges an. Das, was wir jetzt erleben dürfen. Wir leben in dieser Zeit, wo Ströme lebendigen Wassers durch dich fließen möchte. Aber das fließt durch dich dann, wenn du voll bist. Also voll des Geistes. Voll. Ja, ich meine, die Auswirkungen, wenn du voll bist, das ist da fließen Ströme, da fließt Kraft von dir aus, da gibt es noch mehr, da kommen wir dann noch dazu, mit den Gaben des Geistes, die fließen können. Und. Das passiert, wenn du voll Geistes werden kannst. Aber zuerst müssen wir das lernen und immer wieder tun. Ich meine, wenn du zum Beispiel Alkohol trinkst, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja. Eine Flasche zu öffnen, einen Drink zu bestellen, was auch immer. Nun, wenn du voll bist, hat das Auswirkungen. Alle schon gesehen, vielleicht noch nicht alle erlebt. Musst du auch nicht. Voll des Geistes zu sein, ist unendlich mal besser. Wirklich? Amen? Danke. Aber es hat Auswirkungen. Die können wir nicht kontrollieren. Wenn du zu viel Alkohol getrunken hast, das kannst du nicht mehr kontrollieren. Du bist unter dem Bann von Alkohol. Das ist auch ein Geist, ja. Aber wenn du voll des Geistes bist, dann bist du so voll Leben. Da hast du keine Kopfschmerzen davon. Da wird dir nicht übel dabei.
sondern geht es dir gut, da geht es dir besser und besser. Und ich musste das diese Woche selbst feststellen. Ja? Ich hatte nicht gerade so meine allerbeste Woche so geschäftlich gesehen. Es ging einiges drunter und drüber. Und ich habe so Mitte der Woche oder Anfang Woche habe ich mal den Titel gehabt da von dem und das Bild. Die Woche wurde immer strüber und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Ja, habe ich noch nie erlebt. Und so ein Gedanke, und jetzt redest du am Sonntag über Aufdanken. Super. Selber ist es am nötigsten. Und willst den Leuten sagen, wie sie aufdanken sollen. Dann habe ich das mit meiner Frau so besprochen. Und sie hat dann irgendwann gesagt, hör mal auf, schau nach oben. Preis dem Herrn für weise Frauen. Preis dem Herrn für weise Frauen. Ich hätte vermutlich noch eine halbe Stunde meine Situation beschrieben, ja. Aber meine Frau hat gesagt, nee. Schau nach oben, von wo deine Hilfe kommt. Ja, das stimmt. Ich habe ja das Thema am Sonntag. Oh my goodness, habe ich gedacht. Das kann ja heiter werden, ja. Und dann, das war am Freitag übrigens. Stimmt, das war am Freitag. Ich habe immer noch nichts. Und dann habe ich gedacht, ja, was machst du? Okay, schau nach oben. Ich vergesse, das ist noch schwierig, wenn du immer 8 Stunden um das herum bist. Das musst du wirklich ablegen, ja. Da musst du zum Herrn. Dann am Abend ging ich in die Wanne, habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du in die Wanne, das ist eine super Idee. Empfang sicher mega viel. Nun, dann habe ich meine elektronische Bibel mitgenommen. Habe auf einer Seite meine elektronische Bibel gehabt und war so in der Bade, habe ich gedacht, und jetzt, ja, schaust mal Gott-TV, vielleicht kommst du da auf irgendeine Idee. Nichts. Habe ich gedacht, ja, was jetzt? Dann bin ich, kam mir ein Lied in den Sinn. Und ich wusste nicht mehr genau, wie der Titel war. Da habe ich das bei YouTube reingegeben und habe das gehört. Und nochmals gehört und nochmals gehört. Und ich habe gemerkt, oh, da tut sich was, ja, da geht es dir besser. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist genau der Schrei des Herzens, das, was wir brauchen, wenn wir Kraft benötigen. Weißt du, dein Geist und deine Seele sind dazu gemacht, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und die schreien förmlich, die singen davon. Die singen davon. Oh, Jesus, bitte nicht. Die singen davon. Oh mein Gott. Oh, glory to God. Die singen wirklich davon. Zum Beispiel, there's no place I would rather be. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. Than hearing your love, hearing your love. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. There's no place I would rather be. It's hearing your love, hearing your love. Set the fire down in my soul. I can't contain that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Und das schreit in meiner Seele. Ich habe die Augen geschlossen, damit ich euch nicht sehen muss. Übersetzt heißt das, ich habe mich davor ein bisschen gefürchtet. Es gibt keinen Platz, wo ich lieber wäre, als nur hier in deiner Liebe. Es gibt keinen Platz, wo ich lieber wäre, als in deiner Gegenwart. Und entzünde ein Feuer in meiner Seele, den ich mich nicht entziehen kann oder enthalten kann und nicht kontrollieren kann, weil ich mehr von dir möchte. Für das sind wir berufen. Oh, glory to God. Halleluja. Und es ist voll davon, es gibt so viele Möglichkeiten,
wie wir ihn anzapfen können. Ja? Aber oftmals ist unser Verstand uns im Weg, weil wir denken, es gibt ein paar Wege, aber ich meine, ich bin ehrlich, ja, als ich mich vorbereiten habe auf heute oder auf grundsätzlich, da denkst du, ja, jetzt machst du mal stille Zeit, gibst Gott mal die Möglichkeit, zu dir zu sprechen, weil ich nehme ja extra Zeit dafür. Dann erwarte ich, dass Gott spricht. Und ja, er spricht durch sein Wort, natürlich, aber ich habe schon so oft erlebt, dass ich dann da saß und ich habe das Gefühl, nichts kommt. Jetzt muss es ja kommen, ich nehme jetzt die Zeit, weil nachher habe ich keine mehr, ich will ins Bett gehen, ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Jetzt musst du sprechen, jetzt kannst du mir ein Wort geben, dann mache ich eine Botschaft oder irgendwas, eine Opferpredigt, was auch immer, that's it, Buch zu, weiter geht's. Aber manchmal überrascht einem Gott. Gott lässt sich nicht, ich sage jetzt mal, manipulieren oder in eine Box stecken und dir sagen, hey, schau Gott, ich bin jetzt hier, rede, wenn ich nicht mehr hier bin, höre ich dich nicht mehr. Nein, 24 Stunden am Tag möchte er zu dir sprechen. In deiner Badewanne, am Arbeitsplatz, manchmal bei der Gartenarbeit, überall. Und das ist so wunderbar. Wenn wir erkennen, hey, wir haben eigentlich eine Tankstelle, die wir ständig dabei haben. Die ist ständig bei uns. Wir müssen sie nur ergreifen. Aber nicht immer unsere Gedanken oder unser Verständnis, wie wir es tun können, funktioniert, sondern manchmal machst du ganz komische Dinge. Ich meine, ich habe das noch nie so erlebt. In der Badewanne machst du andere Dinge, da entspannst du irgendwie anders, da wäschst du dich, dass du wieder gut riechst, ja? Gut, wenn du aus der Gegenwart Gottes kommst, riechst du auch gut. Amen. Und wenn wir diese Kraft, dieses Auftanken immer wieder tun, es gibt dieses Sprichwort, der Hunger kommt beim Essen. Und genau so ist es. Wir haben es gelesen im Johannes, wer dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann hast du keinen Durst mehr. Aber du hast ein Verlangen, immer wieder zu gehen. Es ist ein Verlangen, immer wieder zu gehen. Und es gibt Umstände, die dich davon abhalten würden. Weißt du, Gefühle wollen dich abhalten. Sie sagen, du bist müde, du hast noch andere Dinge zu erledigen, das musst du noch tun, dies musst du noch tun. Das braucht Überwindung. Aber der Überwinder lebt in dir. Weil du mehr als ein Überwinder bist. Du kannst deine Gefühle überwinden, du kannst deine Müdigkeit überwinden oder Stress oder was es auch ist. Das muss ich auch lernen, jeden Tag neu. Überwinden, damit ich in diese Position komme, um aufzutanken. Und weißt du, manchmal braucht es gar nicht so viel Zeit, um aufzutanken. Wichtig ist, dass wir es immer wieder tun, weil du bist so schnell dabei, wie Alfred Feuerstein wieder selbst alles zu tun. Wir sind keine Fred Feuersteins. Ja, außer jemand heißt so heute Morgen, aber dann ist es einfach im Natürlichen. Ja. Glaube ich zwar nicht, aber dass die Kraft, die wir zur Verfügung haben, die verändert unser Leben. Die verändert dein Sein. Das ist das, wo dein Geist schreit, deine Seele schreit, mehr von ihm zu haben. Diese manifeste Gegenwart Gottes. Wir wissen alle, oder die meisten sicher, 2 und 3 im Namen zusammen ist er mitten unter uns. Wir wissen, er ist da. Wir wissen, dass er da ist. Und wir wissen, dass wir in ihm sind und er in uns. Aber wo ist diese Kraft? Wie erlebe ich die tagtäglich? Wo ist diese manifeste Gegenwart Gottes, die wir brauchen? Weil manifeste Gegenwart Gottes, die verändert. Die verändert. Nur das reine Wissen, dass er da ist, das kann dich beruhigen. Aber wir müssen ihn erleben können. Erleben können. Weil das ist da eigentlich ein Zeugnis, dass die Menschen sehen, dass wir an den lebendigen Gott glauben. Weil da Dinge passieren. Wir haben es bei Elia, bei dieser Story von Elia zum Beispiel, sehen wir das sehr gut. Er hat es herausgefordert.
Er hat die Baalspriester herausgefordert und gesagt, ja, okay, kommt alle her, betet zu eurem Baal und dann soll er das Feuer entzünden. Und dann bete ich zum lebendigen Gott. Dann sehen wir, was passiert. Und ich meine, er hat sogar noch eimerweise Wasser über das Holz gießen lassen, der Elia, dass jeder sehen konnte, das kann niemals brennen. Never, ever. Da kannst du so viel Benzin darüber, hatten sie ja zur damaligen Zeit nicht, oder Pech oder Schwefel, was auch immer darüber kippen, und es brennt nicht. Und dann kam der lebendige Gott. Die Kraft Gottes hat dieses Feuer entzündet. Das ist ein gewaltiges Zeugnis. Und ich glaube, das ist manifeste Gegenwart Gottes. Wir sehen das im Alten Testament an einigen Stellen. Ich möchte euch da mal mitnehmen zu 2. Mose. 2. Mose ab Kapitel 24. Kapitel 24 und ab Vers 12. Mose, auch eine berühmte Geschichte, geht auf den Berg, um die Gesetzestafeln zu empfangen. Das sind ganz interessante Stellen drunter. Ich fange an bei Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber sagte er, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer eine Rechtssache hat, trete zu ihnen. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Berg Sinai nieder. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg. Und Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Nun, so lange musst du nicht auftanken, da wäre ein bisschen schwierig für unsere Zeit jetzt, ja. Aber hier lesen wir ganz interessante Dinge. Also A, hat der Herr mal zu Mose geredet, hey, komm mit mir, komm auf den Berg, um die Tafeln zu empfangen. Und er ging. Wir sehen hier nicht, er hat nicht noch irgendwie gedacht, ja, aber na, jetzt nach der Berguhe, schon ein bisschen anstrengend. Nein, er ging. Er hatte ein Wort. Wir wissen auch, dass wir immer wieder, wir kennen das Wort Gottes, dass wir zu Gott gehen können, dass wir beten können, dass wir Zeit mit ihm verbringen können. Das ruft er uns eigentlich immer zu. Komm zu mir. Wie hier. Und er ging. Er ging in diese Herrlichkeitswolke. Und was wir hier noch nicht lesen, wenn wir weiterlesen würden, er gab ihm die Baupläne für die Stiftshütte. Ich meine, das dauert eine Weile, darum war er auch so lange auf dem Berg. Ja. 40 Tage, 40 Nächte in der Herrlichkeit Gottes. Und dann denkst du, dann kommst du aus dieser Herrlichkeit und so aus dieser, ja, da kann dir nichts mehr anhaben. Da kommst du, ja, da glänzt du von Herrlichkeit, da kommst du und jeder sieht, wow, der lebendige Gott lebt. Er kommt hinunter und sieht ein goldenes Kalb. Ei, hat er gedacht, ei, was ist hier passiert? Nun, schon wieder Herausforderungen. Nun, er war 40 Tage in der Herrlichkeit. Er hatte ein bisschen, wie soll ich sagen, er hatte also Reserven, ja, er hatte wirklich aufgetankt. Und wenn du auftankst, wenn du in dieser Herrlichkeit bist, und das können wir vergleichen, wenn wir auftanken, sind wir in der Herrlichkeit Gottes. Wir tanken auch, du tankst Herrlichkeit, du tankst Kraft, du tankst auf, damit du eben genau gewappnet bist für Herausforderungen. Und er war da. Er hat aufgetankt und in diesem Zustand und in diesem, da kann Gott auch so zu dir reden, was er alles vorhat.
Er hatte keine Ahnung vorher von der Stiftshütte, ja? Keine Ahnung, ein Riesenbauprojekt eigentlich. Vor allem noch relativ aufwendig, weil sie immer wieder abbrechen mussten, wieder aufbauen, abbrechen, aufbauen, abbrechen. Oder? Das war nicht einfach ein Gebäude, so, da steht's, that's it, finished. Nein, 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 immer wieder. Und das erleben wir, können wir auch erleben. Also er gibt dir keine Baupläne für eine Stiftshütte, ja, brauchen wir nicht mehr, aber er gibt dir Vision. Er gibt dir eine Vorausschau für Dinge, die auf dich zukommen vielleicht. Er rüstet dich zu, damit du bereit bist für Herausforderungen. Das redet er in seiner Gegenwart. Nicht außerhalb. Darum sollen wir auch immer wieder alles prüfen, was wir hören. Immer wieder alles prüfen. Ein nettes Wort ist ein nettes Wort, aber es muss aus dem Geist heraus geschehen. Und es muss dich ansprechen und dich nicht manipulieren. Weil wo der Geist des Herrn ist, ist die Freiheit. Wir haben dieses Wort, um es zu überprüfen. Das ist so wichtig. Und er war da, 40 Tage, 40 Nächte, hat Einweisungen gekriegt. Also mich nimmt es noch Wunder, weil das hat er ja nicht aufgeschrieben, ja? Wie auch. Er hatte kein Papier, hat keinen Bleistift. Ich meine, der Herr hat zwei Tafeln. Er müsste ja, ich weiß nicht, wie viele Tafeln gehabt haben, um das alles aufzuschreiben. Aber er hat es in sein Herz aufgeschrieben. Es war da. Und er gab es weiter. Und natürlich, ich weiß nicht, vielleicht hat er es später aufgeschrieben. Wir haben diese Möglichkeit, es aufzuschreiben. Darum ist es so wichtig, wenn du beim Auftanken bist und der Herr mit dir redet, dass du Dinge aufschreibst. Dass wenn er dir eine Vision gibt oder ein Wort, irgendwas, schreib's auf. Schreib's auf. Weil es geht so schnell. Ich habe das erlebt. Letzten November war ich an einer Glaubenskonferenz in München. Und ich weiß nicht mehr, welcher Sprecher es war, ob es Wyatt Brown war, den dürfen wir auch wieder erleben hier. Freu dich darauf. Oder Mark Prasik, keine Ahnung mehr, aber jemand am Schluss, genau, es war am letzten Gottesdienst, das waren alle, genau. Am letzten Gottesdienst haben wir so einen Holy Spirit Night, war wunderbar mit Lobpreis und allem. Und dann hat der Herr wieder neu zu mir geredet, über Vision, über das alles, was er schon von, als ich mein Leben ihm gab, schon geredet habe. Ich wusste das noch, aber es war mir nicht mehr so präsent. Es war mir nicht mehr zuvorderst, es war irgendwo. Nicht vergessen. Aber er hat dann etwas, was mir so aufgegangen war, ist, halte nicht zurück. Halte nichts zurück. Weil wenn du zurückhältst, dann kann ich dir nicht mehr geben, weil du irgendwann, da wirst du platzen. Du musst es freisetzen, du musst es hinausgeben. Und dann kommt mehr. Und andere, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Weil die Umstände treiben dich dazu, Dinge zu vergessen. Wichtige Dinge zu vergessen. Aber der Herr erinnert dich immer wieder dran. Darum geh zu ihm. Geh in seine Gegenwart. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Wir lesen das im Psalm, damit ihr müsst nicht hingehen. Ich lese ihn den kurz vor. Psalm 19, Vers 8 in den meisten Übersetzungen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt meine Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht einfältige Weise. Wow. Ein wunderbares Wort. Das Gesetz des Herrn, und dieses Buch, im Josua 1, Vers 8 steht da, das Buch des Gesetzes, da redet er von der Bibel. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das ist vollkommen. Da musst du nichts wegnehmen und nichts hinzutun. Genau so wie es ist es gut. Und es erquickt meine Seele. Erquickt heißt so viel wie, es gibt dir Ruhe, es erbaut dich. Oder erquicken heißt, also ich habe immer das Bild von einem kleinen Ferkel, das quietscht, so erquickt, so quiek, quiek. Und dann springt es so auf der Wiese rum. So. Das kommt immer so erquickt. Aber erquicken heißt, dich ermutigen auch. Er ist für dich da. Er gibt dir Trost, wenn du Trost brauchst. Er gibt dir Zurechtweisung, wenn du Zurechtweisung brauchst. Warum? Damit du weise wirst. Damit du zu späteren Zeitpunkten erkennen kannst,
wo Herausforderungen kommen, wie ich sie überwinde und wo ich nochmals zum Herrn gehe und ihn fragen muss zum Beispiel. Aber es überrascht dich dann nichts mehr. Also fast nichts mehr. Ja, es gibt immer wieder Überraschungen, aber du wirst vorbereitet. Du wirst weise. Weißt du, nur wenn irgendeine neue Welle kommt von irgendwelchen Lehre oder irgendwas, das haut dich dann nicht aus den Socken, sondern du schaust dir das zuerst einmal an. Ohne darüber zu urteilen zum Beispiel. Ist es gut oder schlecht? Aber du hast ein Fundament, du bist stark und es haut dich nicht beim kleinsten Wind um. Weise zu sein. Das Wort zu lesen als, wie ich es gesagt habe, Wort und Geist, das ist diese Kraft, diese Dynamiskraft, die in da drin ist, die dich verändert. Ist es nicht faszinierend? Ich meine, wenn du ein normales Buch liest, sagen wir, Pippi Langstrumpf ist ein bisschen ein komisches Beispiel, meine Kids schauen gerade gerne Pippi Langstrumpf. Nein, irgendein anderes Buch, irgendein Roman, ja? Du liest einen Roman, du liest ihn einmal, du liest ihn zweimal. Vielleicht fallen dir schon ein bisschen Dinge auf, die anders sind. Aber es ist niemals so, wie wenn du das Wort Gottes liest. Im Wort Gottes kannst du Passagen hunderte Male lesen und jedes Mal ist es wieder neu. Jedes Mal ist es wieder frisch. Jedes Mal, wow, es ermutigt mich, es stärkt mich. Es bringt Leben in mich hinein, weil es lebendig ist. Wir haben es gesungen, du machst mich lebendig. Halleluja, er macht uns lebendig. Und dann, was passiert? Seine Kraft, meine Kraft nimmt zu, weil er Kraft mir gibt. Und er verändert mich. Und er gibt mir Mut. Und dann, was, wie ich es vorher gesungen habe, und dann strecken wir uns aus und wollen noch mehr davon. Das passiert, wenn wir das Wort Gottes als Wort Gottes nehmen. Es ist keine Philosophie. Das ist Wort Gottes. Halleluja. Durch das Wort kannst du auftanken. Hier kannst du auftanken. Aber das ist kein Gesetz in dem Sinn, dass ich es einfach tue. So, wenn ich jeden Tag ein Kapitel lese, dann tanke ich dann auf. Dein Herz sollte dabei sein. Du solltest es mit seinen Augen sehen. Du solltest es nicht denken, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, also jetzt lese ich noch ein bisschen Bibel, dann tue ich noch kurz in Sprache beten, dann noch sonst ein bisschen beten, dann habe ich das Pensum für heute. Adios. Nein, das ist Herzensbeziehung. Weißt du, wenn du das liest, sollte es dir so gehen, ach komm, noch ein bisschen weiter. Eigentlich sollte ich dir aber... Du kommst fast nicht mehr davon, du klebst fast in diesem Buch, ja? Weil es dich so packt. Das ist wie wenn es in irgendeinem Actionstreifen oder sowas, gerade so die zum Finale kommt und du willst eigentlich wissen, wie der Film ausgeht. Gut, meistens weißt du schon vorher, wie der Film ausgeht, in den meisten Fällen, aber irgendwie, dann packt dich das, dann willst du das sehen. Oder solche, die sportbegeistert sind, wenn sie ein Fußballspiel ist hier in Zürich ein bisschen schwierig, sich zu freuen. Im Moment. Aber sonst, dann ist es vielleicht spannend, es ist unsicher, dann willst du sehen, ja, gewinnt jetzt noch jemand oder nicht. Das kann dich auch fesseln. Also, du musst begeistern, oder was auch immer. Aber das hier ist noch viel mehr. Das ist Lebenselixier, das ist wirklich da drin einzutauchen, aufzutanken, das erfrischt dich, das erquickt deine Seele. Das macht dich gesund. Das macht dich heil. Deine Sorgen sind plötzlich ganz weit weg. Weil du nicht mehr auf dich schaust, sondern auf ihn. Und das möchte er. Er möchte, dass du deinen Fokus auf ihn richtest. Was gibt es noch? Zum Beispiel durch Taten. Ich habe eine Schriftstelle, es gibt mehrere, ich habe einige. Sprüche 11, Vers 25. Sprüche 11, Vers 25. Eine segnende Seele wird gesättigt und wer andere tränkt, wird selbst erquickt. Das ist richtig gut. Oder hier eben, wer gerne wohltut, wird reichlich gesättigt und wer andere tränkt, wird selbst getränkt. Das ist das, von diesem lebendigen Wasser weiterzugeben.
wenn du voll bist. Wenn du nicht voll bist, ist es natürlich schwierig, aber auch dann kannst du weitergeben. Verpasse aber einfach nicht daran, immer wieder aufzutanken, weil sonst brennst du aus. Das brennt dich aus, dann kommt es aus dir selber. Es ist zwar immer noch gut, aber diese Kraft fehlt, weil du selbst die Kraft nicht mehr so zur Verfügung hast. Auftanken, weitergeben. Und dann eine segnende Seele wird gesättigt. Wer andere tränkt, wird selbst erquickt. Wow. Und das ist eine Tat, da machst du etwas, das ist etwas Aktives. Das liest du nicht einfach und denkst, praise the Lord, super Sache. Okay, dann gehst du weg. Nein, das ist etwas, was du tust. Du segnest anderen, du hörst anderen zu, du ermutigst andere, die vielleicht nicht genau wissen, was ist der nächste Schritt. Du weißt es auch nicht, was der nächste Schritt von deinem Bruder ist, aber du redest mit ihm. Und indem du redest, du hast das Gefühl, du redest einfach nur. Peter bringt ja immer das Beispiel mit dem Blaubeerkuchen, ja? Als er mal hatte, oder? Jeder kennt ja Blaubeerkuchen, Blaubeerkuchen. Ich meine, da denkst du schon, Blaubeerkuchen, ja. Ist nett. Aber so wirkt der Herr. Das kann für einen das Leben verändern. Du kannst etwas sagen, du kannst etwas banal, also banal, ja, versteht mich nicht falsch. Ich kann jetzt zu Marco gehen und sagen, der Herr liebt dich. Das kann ich zu jedem sagen, oder? Ist nette christliche Floskel. Aber vielleicht braucht er genau das. Genau das. Und du denkst, nettes Gespräch gewesen. Verachte nicht das, was du anderen sagst. Vielleicht passiert genau das. Du drängst andere. Du ermutigst andere und merkst es nicht mal. Das ist vielleicht noch gut, dass sie es manchmal nicht merken. Weil wenn du es merkst, dann hast du das Gefühl, du musst noch mehr geben. Also, und dann schießt du übers Ziel hinaus, ja. Und ich habe das letzthin erlebt, einfach, wir sind regelmäßig im Kontakt per SMS mit Zoella. Manchmal jeden Tag, manchmal jeden zweiten Tag. Wir schreiben uns regelmäßig, hat auch schon zweimal so länger her angerufen und hat mich 3/4 Stunden zugepredigt. Es war gut und sie durfte das sagen, was sie sagte. Das würde ich nicht von jedem so annehmen. Von ihr konnte ich das annehmen. Das war super. Und dann hat sie ich habe das ab und zu mal gehabt, so ein Wort. Da dachte ich mir, soll ich ihr das wirklich schreiben? Ich meine, die Frau hört den Heiligen Geist vermutlich besser als ich. Wieso soll ich ihr etwas schreiben? Nun, ich habe es jedes Mal getan. Es war auch letztens. Ich habe ihr geschrieben, hey, vielleicht es gibt ein Gespräch. Und das sieht alles so toll aus. Ein toller Deal, super Deal, aber er ist nicht vom Heiligen Geist. Und ich habe gedacht, Menschenskind, wenn das nicht stimmt, ui, dann wird ich es hören, ja. Ich habe das so geschrieben. Die Reaktion war, ja, sie empfängt es. Nicht sehr euphorisch, habe ich gedacht, ja, dann habe ich wieder übers Ziel hinausgegangen. Anyway, Gnade ist für mich da, keine Verdammnis in Christus Jesus. 2 Tage später kommt ein SMS von ihr und sie schreibt, sie hätte jetzt gerade ein Telefongespräch gehabt mit einem Typen aus Argentinien für irgendeinen Deal. Und in dem Moment, als er anfing zu sprechen, kam das Wort, das ich ihr geschrieben habe, in ihr hoch und sie wusste, ich lasse den Menschen fröhlich ausreden, nett ausreden, ich bin nett und sage dann, nein, danke. Das hat sie getan. Und ich bete, dass es richtig war. Nein, das ist in dem Moment, wo du das Wort gibst, Ermutigung gibst, Gespräche gibst, du gibst ein Wort, aber die Person, die es empfängt, sollte es auch überprüfen, ob es richtig ist in der Situation. Das ist nicht mehr in deiner Verantwortung. Ja? Aber das sind solche Dinge, die passieren. Das ist ermutigend. Ich war erquickt, ich war wirklich begeistert, als ich das gelesen habe. Ich dachte, yes, super. Und dann kam schon die andere Stimme. Was ist, wenn sie jetzt einen Fehler gemacht hat und x Millionen ins Angesetzt hat? Du bist schuld. Nein, bin ich nicht. Das musst du wegweisen. Es kam. Aber ich wies es weg und dann ging es weg. Aber es war so ermutigend zu sehen, hey, du wirst erquickt, wenn du siehst, es funktioniert. Das Wort Gottes funktioniert. Das funktioniert wirklich. Wow. Und das musste ich tun, ja, das konnte ich nicht nur einfach denken.
denke, ja, das ist das Wort, ja, Heiliger Geist, kannst du ja selber sagen. Nein, ich musste es tun. Und dann gibt es nochmals eine andere Art, das sind, ich meine, ich erzähle euch nicht alle Arten, ja, es sind einfach ein paar, die ich euch mitteilen möchte, und zwar eine, die finde ich richtig gut, das ist eine richtig coole Story. 2. Chronik, Kapitel 5. Da ging es um die Tempelweihe. Und ich lese ab Vers 11. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne sich an die Abteilung zu halten. Und als die Leviten, die Sänger waren, sie alle, nämlich Asaf, Heman, Jeduthun, ihre Söhne und ihre Brüder, in Byssus kleideten, mit Zimbeln und mit Harfen und mit Zither an der Ostseite des Altars standen und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Liebe Geschwister, das ist Lobpreis. Amen. Das ist Lobpreis. Lobpreis ist nicht ein Willkommensmusik, damit sich jeder im Gottesdienst einfindet. Lobpreis ist die manifeste Gegenwart Gottes in dem Raum. Und das willst du auf keinen Preis verpassen. Um keinen Preis. Lobpreis ist nicht die Glocke, die zum Essen läutet. So, ja, jetzt fängt es denn langsam an. Ich würde mal hoch. Nein. Lobpreis ist, wenn die Gemeinde als ein Mann, eine Frau hier steht und den Herrn preist. Und dann wird passieren, dass die manifeste Gegenwart Gottes hier ist. Leute werden befreit, Leute werden geheilt, Leute werden wiederhergestellt. Nur aufgrund dessen, weil wir den Herrn loben und preisen, als ein Mann, als eine Frau und dein Herz dabei ist. Da spielt die Musikrichtung keine Rolle. Natürlich sollen es Lieder sein, die den Herrn loben und preisen und schriftgemäß sind, ja? Wenn wir die längste Zeit singen würden, wir sind arme Würmer, mir geht so schlecht, dann wirst du noch lange warten, bis die Herrlichkeit Gottes hier fällt. Die fällt nicht. Aber wenn wir den Herrn preisen, wenn wir sagen, du machst mich lebendig, meine Kraft nimmt zu, weil du mich veränderst, und du machst mir Mut. Ich strecke mich aus nach mehr von dir, weil du mein Gott bist und weil ich weiß, dass alles Gute und Vollkommene von dir kommt. Oh meine Güte, dann fällt Herrlichkeit in diesem Raum. Dann wirst du erquickt. Dann wirst du ermutigt und gestärkt im Gott. Darum ist es immer so, also von mir aus könnte man Lobpreis noch viel, viel länger machen, ja? Dann hätten wir irgendwann Tampa-Verhältnisse, so fünfständige Gottesdienste. Aber ich musste da lachen, ab Adrian, der Heilige Geist ist bei uns schneller. Darum gehen unsere Gottesdienste nicht 5 Stunden. Den fand ich richtig gut. Den fand ich so gut. Ja, vielleicht geht der Lobpreis mal 1 Stunde. Halleluja. Aber das kannst du auch nicht produzieren. Das ist die Führung, verstehst du? Das ist dann dieser Fluss, der entsteht. Wenn du hungrig bist, wenn du diese Tankstelle immer wieder anfährst und dich füllst mit Heiligem Geist und mit Feuer, wenn du dich füllst und du weißt, hey, ich bin errettet, das kann mir niemand mehr nehmen, das ist dingfest gemacht, das weiß ich. Und du stehst hier als die Gerechtigkeit, egal, du meinst, wir sündigen alle noch, ja, wir sind nicht perfekt, aber wir verdammen uns da nicht, weil wir gehen zu
zum Vater. Wir wissen, dass der einzige Weg zum Vater Jesus ist und den Weg nehmen wir. Und wenn wir zusammen sind, es ist viel einfacher. Weißt du, am Sonntag gut drauf zu sein, ist extrem einfach für mich. Wirklich. Ich komme hier rein und ich bin gut drauf, weil die Atmosphäre gut ist. Verstehst du? Das ist wirklich so. Das ist so einfach, darum ist es so gut, eine gute Gemeinde zu haben, zusammen den Herrn zu preisen, das Wort zu hören, weil die Stimmung ist gut. Und auch, hey, in der Cafeteria, die Leute gehen nicht nach einer halben Stunde heim, die meisten nicht, sie bleiben da, wenn sie da sind, sie sind im Gespräch, es ist gut. Andere schon fast zu gut. Nein, das kann nicht sein, ja. Zu gut ist immer gut. Nein, aber wirklich, das so wichtig, wenn wir zusammen sind, dass wir trinken können von dieser Quelle. Immer wieder. Und dann wirst du durstig. Das nächste Mal kommst du wieder. Dann kommst du wieder. Und hey, ihr Gang da, ihr, die Livestream-Gang habe ich noch nicht begrüßt. Es ist gut, dass du zuschaust. Und vielleicht hast du keine Möglichkeit, hierher zu kommen. Aber komm mal hierher. Das ist viel besser, als es nur zu sehen. Also ich hoffe jetzt, dass ich, Peter, ich will dir kein schlechtes Gewissen machen, du bist in den Ferien, ja. Steig nicht in den nächsten Flieger, so. Aber wirklich, nein, das ist so, Glory. Es ist, weißt du, manchmal, wir brauchen diese Dinge auch, weil manchmal ist es wirklich unmöglich. Ja, es ist eine super Sache. Aber wenn du die Möglichkeit hast, komm hierher. Es ist viel besser. Zusammen zu lachen, zusammen den Herrn zu preisen und zu sehen, wie Dinge sich verändern, wie Leuten gedient wird. Das ist Ermutigung. Und hier haben sie einen Mann, sie haben Lobpreis gemacht. Und dann wollten sie, ja, da gab es ja immer noch die, die dann dachten, ja, ich bin ganz seriös, ich habe meinen Dienst, den muss ich jetzt einfach machen. Und da vorne ist Herrlichkeit, ja. So, jetzt mal. Und sie kommen nicht hinein. Es stoppt, es ist wie eine Wand, sie können das nicht mehr tun. Ja, was willst du tun? Entweder du machst mit oder du gehst. Ich weiß nicht, was sie getan haben, aber ich denke, sie haben mitgemacht. Das ist so gut. Herrlichkeit Gottes ist so gut. In dieser Herrlichkeit, es stehen Visionen, es ist die Gegenwart Gottes, die wir erleben sollten, in der Zeit noch viel, viel mehr. Ich habe mir gedacht, meine Güte, das, wie viel sich verändern von Tag zu Tag, wie viel da auf einem niederprasselt, da brauchst du noch mehr. Es wird dunkler, aber die Herrlichkeit scheint heller. Als ich aufgewachsen bin in den 80ern, Ende 70er, Anfang 80er, war alles noch ein bisschen träger. Also ich mache mich, ich weiß nicht, einige machen, sagen vielleicht, ja, doch nicht so, ich habe nicht alles mitgekriegt, ja, als Kind, was da so politisch abläuft und so. Aber ich habe gedacht, es ist alles so ein bisschen ruhiger. Gut, kein Handy. Da wird es viel ruhiger. Viel ruhiger. Probier's mal aus. Kein Facebook, da wird es noch ganz, ganz, ganz viel ruhiger. Kein Fernseher, zum Teil. Die einen schon, ja. Es hat angefangen dann. Wir hatten noch eine Schwarz-Weiß-Kiste, an das mag ich mich noch erinnern. Keine Computer. Oder selten, habe ich es gesehen. Hey, und jetzt das Beste. Die Kinder haben noch zusammen gespielt. Auf dem Fußballplatz, auf dem Pausenplatz. Versteckis. Das musst du, heute müssen Kinder das manchmal googeln. Was ist Versteckis, ja? Apropos. Ja. Apropos Versteckis, kommt mir noch ein guter. Gestern wollten wir einkaufen gehen, ich mit meinen Kids, meine Frau hat gearbeitet. Dann saß Joel neben mir, ich habe extra den Sitz für sie nach vorne genommen. Das will sie immer wieder mal nach vorne sitzen. Da hat sie gesagt, du Papi, Versteckis spielen mit Jesus ist im Fall nicht les. Dann habe ich sie gefragt, ja warum? Der weiß sowieso, wo ich bin. Genau. Aber eben, sie weiß wenigstens noch, was Versteckis spielen ist. Nein, das ist für eine
bisschen übertrieben vorher, aber ja, es ist wirklich so. Ich meine, da war es alles noch ein bisschen ruhiger, gemütlicher. Du hattest noch viel, viel mehr Zeit für wirkliche Dinge, Gemeinschaft zu pflegen und alles, ja. Und heute ist es so schnell, lebendig und alles. Und darum ist es auch so, ich meine, Gott weiß das, ja. Er denkt nicht, oh, jetzt geht's aber schnell heute. Nein, er weiß es. Und darum weiß er auch, dass wir ihn noch mehr brauchen als jemals zuvor. Wir brauchen seine Führung noch mehr als jemals zuvor. Und seine Gegenwart, seine Zapfsäule noch mehr als jemals zuvor. Weil alles so schnell geht. So viel, was auf einen niederprasselt. Aber der Herr, der ist immer noch gleich. Sein Wort ist wahr. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Halleluja. Es gibt auch Zeiten, wo du ihn individuell erlebst. Zeiten, wo du denkst, okay, ich weiß irgendwie nicht mehr, wie ich ihn sonst noch erleben soll. Was ich sonst noch alles tun soll, um ihn zu erleben. Lobpreis, manchmal funktioniert es bei mir, manchmal nicht so. Was kann ich, es gibt individuelle, eben, es gibt Dinge, die wir nicht in eine Box hinein tun können. Aber trotzdem gibt es Schriftstellen dafür. Das ist immer das Wichtigste. Wenn es keine gäbe, wäre es schwierig. Ja? Da gibt es vielleicht Zeit, da bist du da und du magst wirklich nicht mehr. Das ist gut, wenn Menschen für dich beten. Und wir werden heute noch, wenn ich fertig bin, wir werden für Leute beten, die das brauchen. Ermutigung, Kraft, es wieder zu sehen, ja, dass die Last von den Schultern genommen werden, gut zusprechen. Das ist auch Gebet, gut zusprechen, ja. Das, damit sie dann wieder auferbaut. Also wenn du bis jetzt noch nicht auferbaut bist, ich bin's. Gemäß der Schriftstelle in Sprüche, wo war's? Ah, ich habe ein bisschen, ja, genau. 11,25. Wer drängt, wird selbst gedrängt werden. Also mir geht's wirklich gut hier. Aber eben, das tun wir. Das ist auch eben beten. Und dann, die Schrift sagt in Matthäus 7, Vers 8, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Manchmal sind wir genau an dem Punkt. Wir können noch nicht in dieser Freiheit anbeten. Wir kleben noch nicht mehr so an diesem Buch. Dann brauchst du Ermutigung. Sagt, hey, bitt ihn. Er gibt. Wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Und dann, natürlich, das gehört zum Gebet. Sprachengebet. Ganz einfache Methode. Schon fast die einfachste. Wenn du es empfangen hast, in Sprachen beten, dann was passiert dann? Du erbaust dich selbst. Du weißt zwar nicht genau, was passiert, was du redest, aber das Wort sagt, du erbaust dich selbst. Das ist so eine gute Möglichkeit. Und dann bist du auferbaut. Dann siehst du die Tankstelle wieder. Dann siehst du diesen Kraftstoff, die drin ist. Dann kannst du wieder andocken. Dann kannst du wieder in dieser Freiheit Lobpreis machen. Dann füllst du dann wird die Ströme lebendigen Wassers aus dir hinausströmen. Dann passieren diese Dinge wieder. Hey, und plötzlich, da gibt es noch Dinge im Wort, was du noch nicht gelesen hast, im 1. Korinther, im Kapitel 12 und 14, die Gaben des Geistes. Die sind da in der heutigen Zeit mehr denn je, damit wir sie brauchen. Weissagung, das Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, die Sprachenrede, die Auslegung davon, Geisterunterscheidung. Die Gabe des Glaubens, hoffentlich kriege ich alle zu. Gaben der Heilungen, eine habe ich nicht. Wunderwirkungen, genau. Diese 9, die gibt Gott souverän. Das ist nicht dasselbe wie die Frucht des Geistes, die entsteht aus uns, weil wir ein Baum der Gerechtigkeit sind, entstehen diese Früchte. Manchmal sind sie groß, manchmal klein. Manchmal sterben sie ab, dann wachsen sie wieder. Aber die Gaben des Geistes, die sind zur Erbauung des Leibes. Und jeder ist würdig, darin zu dienen. Nur können wir sie nicht produzieren. Das ist gut so. Das gibt Gott souverän. Die brauchen wir auch. Plötzlich ist eine Sprachenrede da. Und dann die Auslegung, weil die Sprachenrede allein, die bringt nicht viel. Ja? Aber die Auslegung dazu.
Und eben, Leute sind ermutigt. Ein Wort der Erkenntnis und Weisheit. Manchmal weißt du gar nicht genau, was du jetzt, in was genau du wirkst, ist auch nicht so relevant. Aber wenn du das auf dem Herzen hast, was du auf dem Herzen hast, gibst du raus. Und das passiert, Dinge passieren. Ich habe letztens mit, ich glaube nicht da, der Luca ist nicht da, gell? Luca Bramato, nein. Ich habe letztens mit ihm geredet und er war in einem Lager mit anderen Jugendlichen von einer FEG, meinte ich, gell? FEG, genau. Ich muss immer den René anschauen und wenn er nickt, ist gut. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und dann hat er erzählt, wie sie auch über die Gaben des Geistes geredet haben. Und dann haben sie für einen gebeten, der kam, der wurde befreit. Der wurde richtig frei von einer dämonischen Belastung. Und dann kamen zwei Mädels, aufgebracht, irgendwie so, hey, wir haben etwas gesehen. Ja, was habt ihr gesehen? Die haben gesehen, wie dieser Dämon ausfuhr. Die haben das gesehen. Das ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Die haben nicht gewusst, dass sie das hatten. Da habe ich gedacht, meine Güte, das passiert in der FEG. Nein, das ist nicht verurteilen, ja. Aber das ist keine charismatische Gemeinde, oder? Wir nennen uns charismatische Gemeinde, wo das eigentlich schon fast Programm wäre, ja. Wenn du jetzt ein Programm beschreibst, charismatische Gemeinde, was passiert alles? Sprachengebet, Gaben des Geistes, brrr, das passiert alles so. Die Gemeinde des vollen Evangeliums. Wir lassen nichts aus, wir nehmen alles und geben alles weiter. Aber ich war so begeistert zu hören, dass das passiert unter Jugendlichen vor unserer Haustüre. Meine Güte, habe ich gedacht, Halleluja! Die Menschen, der Heilige Geist, das ist der Herr Kraft. Und er gibt, wie er will, diese Gaben. Aber wir können uns ausstrecken. Paulus sagt, streckt euch aus nach den Gaben viel mehr, dass ihr weissagt. Und das ist auch eine Auswirkung, wenn du voll bist, wenn du aufgetankt bist. Amen. Und dann wird deine Seele noch mehr singen. Ich spreche es jetzt nur. Es gibt keinen Platz, wo ich lieber wäre. Es gibt keinen Platz, wo ich lieber wäre, als in deiner Liebe. Und entzünde dieses Feuer in meiner Seele, dass ich nicht, wo ich mich nicht davon machen kann und es nicht annehmen kann, sondern das mich einfach einnimmt. Da kann ich mich nicht dagegen wehren, sondern das mich einnimmt. Und dass ich nicht kontrollieren kann. Dass ich nicht kontrollieren kann, weil ich mehr möchte von dir. Mehr von dieser Zapfsäule. Noch mehr. Weißt du, wir können immer mehr gebrauchen. Immer. Gott sagt nie, du hast genug. Ich muss ein bisschen sparsam umgehen, ein bisschen rationieren die Geschichte. Nein, das ist wirklich so eine ewige Tankstelle. Da kann jeder ran und es ist immer voll. Das war nicht immer so bei normalen Tankstellen. Da ist nicht immer voll. Da kommt wieder mal ein großer Tankwagen, der füllt sie wieder. Nicht so bei dieser. Wenn wir uns füllen lassen und füllen lassen wollen. Halleluja. Hat es dir irgendetwas gebracht heute Morgen? Schon? Gut. Halleluja. Lass uns aufstehen miteinander.